Wir sind zurück bei einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Richtig. Wir müssen noch ein bisschen auskundschaften. Es gibt hier noch ein paar röte Bereichchen. Oder gab es. Die müssen wir jetzt noch mal ein bisschen... Da ist noch ein Sniper zum Beispiel. Und hier... Im Gebäude... Unter uns... Das hier, ne? Ja. Da ist auch noch einer. Was ist das da? Ist das der Generator? Okay. Okay, die Zeit wird zeigen, was es zu holen gibt. Wir gehen jetzt erstmal rein und gucken, was wir machen. So, der Weg scheint frei zu sein, dann würde ich erstmal den da hinten gerne ausnocken. Die Frage ist jetzt, wo ist der mit dem Geld? Der war auch irgendwo hier. War ich nicht irgendeiner mit Geld? Da ist er. Okay, wir müssen jetzt mal kurz gucken, wie seine Route verläuft. Bleiben ganz entspannt. Okay. Er bleibt da. Sehr gut. Also da. Stell dir vor, wie es sich anfühlen muss, wenn man so reich ist wie Skerb. Ich beneide ihn nicht. Er hat verdient, dass ihn. So geht das, Boss. Ja, es war beinahe daneben. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. So, und dann haben wir den Bereich hier schon mal cleared. Ich würde vielleicht gern den Generator irgendwie ausmachen. Der ist direkt hier, ne? Zumindest brummt er sehr laut. Können wir den auch so ausschalten? Ja, die kriege ich. Ja, Stromausfall, was ist jetzt passiert? Ja? Aber die rennen jetzt nicht zum Generator und machen den Strom wieder an. Ich wollte einfach mal nur gucken, was passiert. Und natürlich wollte ich den Strom ausmachen. Hätte zwar überhaupt nicht gebracht, aber egal. Was soll ich denn bitte mit einem LMG, Alter? Ich kann nicht anfangen, beim besten Willen nicht. Wir kriegen gleich Besuch. Runter! Ein Sniper hat uns im Visier. Feindkontakt, Feuer frei! Okay. Der weiß aber nicht, wo wir sind, ne? Verstärkung ist ja kein Problem, die kriegen wir auch noch down. Getroffen.
mir. Bewegung! Verstanden, wir kommen! Nein, noch bist du nicht tot. Die kommen schon noch. Die kommen mit der Zeit. Hallo, Sprinter! Alter! Wie oft soll ich den noch durch den Kopf schießen? Nein, bist du nicht. Reload. Hier hinten rum? Nee, gut, okay. Sehr gut. Los, holt uns, Wichser. Er hört dann nicht. Wo ist die Kiste? Ach, da ist die Kiste. Hallo. Dankeschön. Spritzer, Verletzung heilen. So, was ist denn das hier eigentlich für eine Anlage? Longford Farm. Soll das irgendwie eine Farm sein für lange Forts? Haha, witzig, ha. Ist ja so witzig. Ich bin ja so witzig. So, der hier hat anscheinend noch ein bisschen Credits. Hier hat man irgendwie noch Credits. So,
Wir sind hinterm Gebäude. Ich hole mir erst noch die Infos. Hallo. Hallo. Was macht mein Charakter denn immer, ey? Ist sie zu doof? Trink nebenbei noch Cola. Stöhnst du denn? Du bist doch geheilt. Geheilt? Also was heißt geheilt? Wir haben uns ja schon... Okay, holen wir sie uns. Ja. Das halte ich von dir. Also viel. In seinem Hirn ist ja noch ein bisschen was rausgekommen. Voll die gute Ausrede. So, und hier ist jetzt irgendwas Blaues. Markiert zumindest. Sollen die sein? Da drin, okay. Und wie kommen wir hier rein? Hier. Und wie kommen wir hier hoch? Dort. Gefühlt ist ja jedes Gebäude hier fast gleich aufgebaut. Treppen hoch. Und nochmal Treppen hoch. Dann dürften wir schon oben sein. Und da dürfte dann die Kiste rumliegen. Genau, super. Hey, geil. Was ist das denn? Eine UMP. Okay. Colonel Mitchell. Sind wir da nicht schon mal hin? Wieso sind wir hier vorbeigelaufen? Also, ey, wir sind aber auch so bescheuert, ne? Wir sind von hier unten gekommen. Hier hatten wir irgendeine Mission, keine Ahnung. Sind dann hier und sind eiskalt hier dran vor... Oder? Wir sind doch eiskalt hier dran vorbeigelaufen, ne? Ey, unfassbar, ey. Wie dumm bin ich eigentlich? Also bitte nicht beantworten, ich weiß es selber, aber... P45T. Wieso darf ich hier nicht runterspringen? Hallo? Noch mal ein Feuerlöcher hochgehen lassen? Ist die KI auch so gut programmiert? Das war ein Querschläger. Da waren ein paar Querschläger mit bei. Das ist schlecht. Der hätte nämlich uns auch selber treffen können. So, dann schnappen wir uns mal ein Auto und dann hauen wir ab hier. In Richtung Mission. Frag mich jetzt aber nicht welche. Und zwar die hier. Nee, warte. Ich will mir hier irgendwie einen Marker hinmachen. Oh, Entschuldigung. Euer Loch hat jetzt einen Boden. Von jetzt lang. Wir müssen die nächste Straße, Hauptstraße rechts und dann nochmal rechts. Okay, ist ja einfach. Also hier rechts ist aber auch so ausgestorben. Hier, guck mal auf die Bäume. Das fällt mir jetzt erst auf. Was ist denn hier passiert? Die Bäume sind ja so abgestorben. Ist doch schade. Upsala. Entschuldigung, da habe ich ganz kurz die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren.
Das machen wir mal noch hier. Was ist? Jo. Mir fehlt noch einer einziger, mindestens. Da. Fehlt noch einer. Mal Nachtmodus bitte ausmachen, dankeschön. Da kommen wir nicht unbemerkt hoch, nicht wahr? Aber irgendeiner ist noch im Gebäude, das triggert mich gerade ein bisschen. Nichts zu berichten. Was sollte das nochmal werden? War gerade ganz gemein. Die Ghosts werden noch erkennen, dass sie aufgeben sollten. Ich warte, bis die Drohne in Sichtweite ist und dann schieße ich auf sie. Warte, 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 jetzt. Okay, finden wir die Eindringlinge. Treffer an! Scheiße! Volltreffer! Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt. Ich auch. Und ich schieße zurück. Ich gehe jetzt erstmal hinter die Deckung. Nein! Feind getroffen! Feind getroffen! So, wenn du... Boom! Ins Schwarze! Einer hat's erwischt. Sauberer Schuss. Los geht's! Boah, ey. Was? Wieso bin ich denn gestorben? Ich hab doch immer ein Leben frei. Hä? What the actually fuck? Das verstehe ich jetzt nicht, ja. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wo sind wir jetzt? Leute, ey. Ist das ein Bienenstock? Ich frag für einen Freund. Nee, ist er nicht. Gut. Immer dieses, ich frage für einen Freund, ich weiß nicht von wegen Detail.
Pfui. Gummihandschuhe. Oh. Gut. Dann machen wir jetzt mal in Richtung hier auf. Da gibt es nämlich noch eine neue Sniper. Obwohl mir meine eigentlich relativ gut gefällt. Da gibt es noch eine Versorgungsdrohne irgendwo in der Luft. Bin ich blind? Fliegt die tief? Ist jetzt direkt über uns fliegt da. Hey, wieso kriege ich da nichts mehr raus? Was soll denn das? Ey, Leute, Mann. Mach mir hier extra die Arbeit, wisst ihr? Versuche hier mit einer Sniper so gut wie möglich zu zielen, wisst ihr? Und dann kommen so eine netten Leute und versauen es einem. So, dann wollen wir mal. Frage, wo ist die Drohne? Hallo, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Damit die gar nicht anfangen zu schießen und wir ein Problem mit denen da hinten haben. Die wollten doch gerade noch ein bisschen Action. Es gibt feindliche Aktivitäten in der Nähe. Zeigen wir es hinter uns. Ja, ich habe auch getroffen. Stell dir vor. Das war ja relativ einfach. Also dafür, dass wir da beim letzten Mal da also richtig ins schöne Dixie-Klo gegriffen haben, funktioniert das diesmal ganz hervorragend. Das war super. Öffnen. 500 Credits, ey, das ist doch nicht. Das ist ja wirklich nicht. Tödliche Tiefen. Die Frage ist jetzt. Wir müssen wahrscheinlich in dem Suchgebiet suchen, ne? Aber was müssen wir suchen? Dings. Ich kann mir vorstellen, dass wir da hin müssen. Ja, sehr gut.
Ghost Actual, hier ist Nomad. Erzählen Sie mir von Kraken. Mir ist nach Angeln zumute. Was? Okay. Kraken ist ein ehemaliger russischer U-Boot-Kommandant. Miroslav Semenevich. Er hat seine ganze Crew für diese Operation gewonnen und sie in einem U-Boot nach Uroa eingeschleust. Jetzt soll das U-Boot die einsatzbereiten Gasdrohnen für den Terrorangriff in die USA bringen. Wenn wir ihn töten, muss ich Stone einen anderen Weg suchen, um die Drohnen nach Amerika zu bringen. Ich schicke Ihnen seinen letzten bekannten Standort. Der Tintenfisch wird gegrillt, verstanden. Nomad out. Ich dachte mir, ich erlaube mir mal ein bisschen Spaß nebenbei. Richtig. Ah, nenn mich nicht mal Baby. Das macht mich heiß. So, toll. Also müssen wir jetzt hier hin, oder was? Warte mal. Okay. Ich hab jemanden weg! Du brauchst nicht mehr angreifen. Alles entspannt. Ich hab den aber ganz schön unter Beschuss genommen hier. Okay, das heißt jetzt, warte mal. Hier rechts. Boah, ey, ist wirklich Backsteinlenkung, ey. Wenn du so im Real Life fahren würdest, ist ja vorbei, Alter. So, wir haben hier sehr viele Feinde. Ach, pui. Kontrollstation, Tiger 2. Da ist noch einer. Ey, jetzt haut ihr ab da hinten. Hey, Optimismus. Ich bin zwar eher der Pessimist, aber okay. Mal irgendwo unter uns muss noch irgendwie da. Oder? Nee. Warte mal. Da sind noch zwei. Da hinten ist niemand mehr. Die sind hier vorne irgendwo. Wahrscheinlich im Gebäude. Verschaffen wir mal einen anderen Blickwinkel. Was sollte das nochmal werden? Stimmt, du bist ja gerade erst auf die Insel gekommen, als das stillgelegt wurde. Das war auch Teil von Skells Welt 2.0. Damit war es vorbei, als wir den Ausnahmezustand ausgerufen haben. Da wurde schon viel Arbeit reingesteckt. Fehlt aber auch noch viel. Das wird nie fertiggestellt.
Und es gibt noch andere Baustellen wie diese. Die sind jetzt alle nutzlos. Sie sollten wie verrückt Drohnen ausspucken. Und jetzt müssen wir die Baustelle für die Fabrik, die es nie gab, bewachen, um Outcasts und Flüchtlinge fernzuhalten. Ich frag mich, was da passiert ist. Irgendjemand muss es vermasselt haben. Ja. Okay. Stell dir vor, du hättest genug Kohle, um dir eine Insel zu kaufen. Bis dahin. Tschüss. In die nächste Folge. Ciao.